Bibelwiderspruch Nummer 91. Wer brachte Josef nach Ägypten? A. Die Ismaeliten kauften Josef und brachten ihn nach Ägypten. 1. Mose Kapitel 37, Vers 28. B. Die Midianiter verkauften ihn in Ägypten dem Potiphar. 1. Mose Kapitel 37, Vers 36, C. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. 1. Mose Kapitel 45, Vers 4. Antwort: Die Brüder Josefs verkauften ihn an die Ismaeliter, die zum Stamm der Midianiter gehörten. Man vergleiche 1. Mose Kapitel 37, Vers 27 und Vers 28. Hier werden Ismaeliter und Midianiter synonym gebraucht. Natürlich verkauften ihn seine Brüder praktisch nach Ägypten, obwohl sie nicht selbst dorthin reisten.